Ich bin die gute Fee im Kasten. Oder in der König-Karotte-Vorstellung werde ich die Perle aus der Muschel genannt. Ich bin Seelentrösterin, Mutmacherin, Einflüsterin, Rettungsanker, der große oder der Fels in der Brandung. Mein Name ist Karin Zeinsche und ich bin eine der zwei Soufflösen an der Staatsoper Hannover. Ich gebe den Text, flüstere den Text ein für die Sänger auf der Bühne. Und das heißt, also kurz bevor die Sänger singen, gebe ich immer den Textanfang. Die ersten zwei, drei Worte, nach dem Komma wieder die ersten zwei Worte. Manchmal ist es nur ein Wort. Manchmal, wenn tatsächlich ein Sänger mal hängt, werde ich etwas lauter. Muss ich sehr aktiv eingreifen, gebe vielleicht ein bisschen mehr Text. Und wenn ein Sänger immer noch nicht reinkommt, singe ich manchmal sogar mit. Es gibt Vorstellungen, da dirigiere ich auch mit, gebe die Einsätze für die Sänger, gebe ihnen auch Zeichen, Stopp, wenn sie mal zu früh sind, oder sage schneller, schneller, schneller. Also da gibt es ganz, ganz verschiedene Sachen. Hier sitze ich gerade auf dem Turm für die Zauberflöte. Da bin ich im Orchestergraben ganz vorne an der Rampe. Und wie ihr seht, ist das hier so eine Hühnerleiter, die ich raufklettern muss und dann durch einen schmalen Spalt mich durchbegebe. Der normale Soufflösenkasten, der leider nur sehr selten noch zum Einsatz kommt, der ist normalerweise hier in dieser Position. Dieser Kasten hier, das ist der schönste eigentlich, weil der eingelassen ist in die Bühne, also da gibt es oben eben diesen Guckkasten, diese Kiste, der ist schmaler. Es hat wirklich nur einen Stuhl, Platz und Notenpult, was man wegklappen kann, um überhaupt rein und raus zu kommen auf den Stuhl und daneben noch Dirigentenkamera. Wie ich zum Beruf gekommen bin, eher durch Zufall. Ich habe Gesang und Musikwissenschaften studiert, wollte eigentlich ursprünglich Sängerin werden und bin dann aber bei der Regie gelandet. Unter anderem war ich hier an der Staatsoper auch als Regieassistentin und Spielleiterin tätig und war danach 12 Jahre freischaffend als Lehrende für szenischen Unterricht an Musikhochschulen und Regisseurin. Und eines Tages kam von der Staatsoper ein Anruf, dass eine der Soufflösen krank geworden ist und 3 Monate ausfällt, ob ich nicht Lust hätte zu soufflieren. Das habe ich dann gemacht und es hat mir so super Spaß gemacht damals, dass ich gesagt habe, also ich bewerbe mich auf eine Stelle und tatsächlich nach 2, 3 Jahren ist dann meine damalige krank gewordene Kollegin in Pension gegangen, also in Rente gegangen. Und ich habe ihre Stelle bekommen. Hier bin ich. Was sind die Bedingungen zu diesem Beruf? Man muss Sprachen können. Also ich spreche Französisch, Italienisch, Englisch, natürlich Deutsch. Ich verstehe Spanisch, ich verstehe Portugiesisch, Russisch und Tschechisch. Leider nur phonetisch, aber ich kann's. Man muss Noten lesen können, weil mein Arbeitsmaterial vor allem ist der Klavierauszug. Dass ich einfach weiß, an welcher Stelle, nach wie vielen Pausen kommt der nächste Gesangseinsatz. Neben mir habe ich eine kleine Diri-Kamera, wo ich auch den Dirigenten jederzeit sehe und sehe, wann er die Auftakte gibt. Und je nachdem souffliere ich quasi davor auftaktisch. Es macht unglaublich viel Spaß. Ich liebe meinen Beruf und ja, mit Leidenschaft und Herz und Seele. Am Abend, eine der großen Sternstunden, das passiert immer mal wieder, dass wirklich alles perfekt ist. Eingebettet ja auch, wenn man im Kasten sitzt, in diesen großen Klang des Orchesters. Das ist einfach, wo man dankbar ist, dass man in diesem Beruf arbeitet.